Hallo Leute, willkommen bei diesem LS22 Let's Mod Video. In diesem Video will ich mit euch zusammen ein Haus zusammenstellen. Und zwar baue ich an einer ganzen Reihe von Einfamilienhäusern für meine Karte Wunzig. Die Idee ist so, das sind Häuser, die in den 50er bis 60er Jahren des letzten Jahrhunderts gebaut wurden und dann wie üblich nach und nach ergänzt wurden mit verschiedenen Anbauten und Pipapo. Und dafür habe ich mir so eine Art Hausbaukasten zusammengemoddet. Und hier sieht man schon mal die ersten 5 Gebäude. Die stehen jetzt hier schon auf der Wunzig. Einfach erstmal so rum. Die kriegen natürlich noch Garagen, Zäune, Gärten und so weiter. Ich wollte sie nur schon mal irgendwo hinstellen. Ja, und so ein weiteres Haus will ich mit euch jetzt zusammenbauen. Es soll insgesamt mindestens 12 Gebäude geben, die so mit Anbauten und allem drum und dran konzipiert sind. Und dann werde ich wohl auch noch einfache machen, ohne Anbauten, wo man sich dann selber vielleicht noch eine Veranda dran stellen kann oder sowas. Okay, jetzt öffne ich mal meinen Hausbaukasten. So, das ist das letzte Haus, das ich gebaut habe. Das werde ich jetzt mal hier zur Seite schieben. Hier habe ich schon die anderen. Und wie ihr seht, konstruieren tue ich die alle mit weißen Wänden und zartgraublauen Akzenten. Aber man kann die Farben nachträglich noch ändern. So, das ist, glaube ich, hier. Mal gucken, ob 100 reicht. Nee, sollte schon. Mache ich mal 120, dann ist es schön weit weg. Gut. Ja, dann ist das erledigt. Und ich baue jetzt mal ein weiteres Haus hier mit so Walmdächern. Und das kriegt jetzt erstmal hier eine Transform Group. So. Und das nenne ich dann Haus 03B. Und vielleicht zeige ich euch hier mal das Grundsätzliche. Es gibt hier 3 einfache Häuser. Die haben die gleiche Breite, damit diese Baukastenelemente funktionieren. Das ist das einfache kleine, das hat 8×10 Meter, ist auch ein typisches Maß für Häuser aus dieser Zeit. Dieses hier ist größer, ich glaube, hat das 14 Meter. Oh, müsste ich nochmal nachgucken. Das hat aber auch andere Fenster und den Eingang versetzt. Also es hat keine Fensterläden, weil die Fenster teilweise auch sehr dicht zusammen sind. Es sollte einfach ein bisschen anders wirken. Hat auch ein etwas spitzeres, höheres Dach, damit es eben ein bisschen anders ist. Länger, aber gleich breit. Und auch die Schornsteine habe ich unterschiedlich gemacht. Und dieses hier ist im Wesentlichen wie das erste, aber mit einem Krüppelwalmdach. Die sind auch zumindest in manchen Gegenden sehr, sehr üblich für Häuser so etwa aus der Hälfte des letzten Jahrhunderts, also die typischen Nachkriegshäuser. Aber solche Häuser gibt es auch schon von Anfang des letzten Jahrhunderts. Zumindest in manchen Gegenden. Und auf mich wirken die auch ein bisschen altertümlicher als Häuser mit so einem normalen Satteldach. Und aber ich denke mal, die passen alle in die Zeit rein. Meine Idee war, für Karten so Standardwohnhäuser zu bauen, die praktisch theoretisch überall in Deutschland vorkommen. Es gibt zwar in jeder Gegend spezielle Hausbautypen. Im Süden verwenden sie dann öfter mal dunkles Holz im Obergeschoss. Im Norden gibt es die Klinker-Backsteinhäuser. Und
Ja, ganz alte sind da mit Fachwerk und so weiter und so fort. Aber solche Häuser findet man eigentlich überall. Die sind so in der Zeit, als man halt Einfamilienhäuser baute, hat man dann viele solche gebaut. Und viele Fachwerkhäuser sind auch irgendwann mal verputzt worden und sehen jetzt so aus und haben unten drunter aber noch Fachwerk. Ja, und da gibt es dann verschiedene Anbauten. Hier ist solche und hier ist so Veranda, verschiedene Treppenaufgänge und hier gibt es noch Gauben und solche Kapitänserker nennen sich die Dinger. Also wenn eine Gaube runtergeht bis auf den Boden und ein bisschen vorgezogen ist. Das ist mehr so der skandinavische Baustil, wird aber auch gerne hierzulande gebaut. Und ja, wenn man praktisch so ein Haus hat und will dann einen Windfang bauen und oben das Dachgeschoss ausbauen und da aber ein bisschen mehr Kopfraum haben, dann kann man so einen Kapitänserker unter anderem bauen. Oder halt solche Gauben und so. Ah, und hier habe ich noch eine Sammlung von Dekoobjekten, von denen ich dann immer einen Teil da hin arrangiere. Hier sieht man schon, die sind alle mit Hausbautyp 1 entstanden. Und jedes der Häuser hat auch immer mehrere Türen. Das heißt, im Prinzip kann man die auch unterschiedlich gedreht benutzen. Ich habe hier zwar immer eine Haupteingangsseite, das ist hier in dem Fall hier. Man könnte es aber auch so drehen, dass hier die Eingangsseite ist. Und dann hat man praktisch schon ein ganz anderes Haus. Und auch hier könnte man das so nehmen, dass hier der Eingangsbereich ist. Und schon hat man ein anderes Haus. Und da man die Farben auch variieren kann, hoffe ich da auf Vielfalt auf den Karten, dass man nicht das Gefühl hat, es wird immer das gleiche Haus verwendet. So, und jetzt stellen wir gemeinsam eins zusammen. Und es kann schon eine Weile dauern. Also für die ersten habe ich 3, 4 Stunden gebraucht. Ich hoffe, ich habe jetzt etwas mehr Routine und es geht zügiger. Ich wähle hier einfach erstmal so grob aus, was ich hier gerne hätte. Bei dem ersten Haus 3 habe ich 2 solche Verandas. Dann nehme ich hier nur mal eine und zwar eine kleine für eine Querseite. Und ja, was probiere ich stattdessen? Ich muss noch mal gucken, was ich da habe, damit es auch anders wird. Ah ja, das Problem ist, dass ich den Anbau mit dem Dach hier nicht nehmen kann, weil das ans Fenster stößt. Aber ich nehme das mit den großen Fenstern einfach mal, den Anbau. Und vielleicht, ich guck mal, ob ich auch noch den achteckigen hinkriege. Und ich denke mal, die Kapitänserker passen nicht. Aber vielleicht, dum, 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 dum. Ich probiere es mal mit der flachen Gaube. Ja, das kopiere ich mir jetzt erstmal alles und schiebe das hier rein in diese Gruppe. Und jetzt setze ich mir das hier an die Nullstelle, weil ich gerne hier im Zentrum des Geschehens zusammenbastel, immer mit jeweils den Kopien. Und hier habe ich jetzt die Veranda. Und die drehe ich mal um 90 Grad. Ja, das ist falsch rum, minus 90. Jawohl, so ist richtig. So. In der Zeit seit den 50er Jahren
des letzten Jahrhunderts bis jetzt hatten die Leute ja auch viel Zeit, um ihre Häuser auszubauen. Also man sieht das in vielen Dörfern irgendwie, viele Anbauten. So. So, das wird hier noch gedreht. Und die Häuser, die sind nicht begehbar, aber statt solche Fake-Räume, die nur aus so einer Art Tapete bestehen, so eine Art Fototapete, habe ich das mal überprüft, wie es ist, wenn ich eine ganz kleine Textur nehme und ganz, ganz vereinfachte Möbel mache. Hier sieht man das eigentlich besonders gut. Und dann mache ich Gardinen, denn zumindest in Deutschland sind ja Gardinen üblich. Und im Winter, in der Nacht, schließen sich dann sogar noch die Vorhänge. Das heißt, man sieht das alles immer nur so schemenhaft. Denn wenn man das hier genau sehen würde, wir fahren hier mal rein, es sind hier alles nur Kästen sozusagen. Und ein paar Bildchen, aber in einer sehr grottigen Auflösung habe ich hier. Und dann habe ich so ein paar Kartendinger dahingestellt, dass es so ein paar Farbtupfer gibt, die auch nicht nur viereckig sind. Und so, das wäre jetzt als Möblierung für einen begehbaren Raum völlig indiskutabel, aber ist ja nicht begehbar und wird auch noch so verschattet. Und ich finde, dann geht das ganz gut. Und mir persönlich gefällt das besser als so Fake-Räume mit diesen Tapeten drin. Und die habe ich hier überall gemacht, also die zumindest in den Erdgeschossen. So. Jetzt gucken wir mal hier rein. Denn hier ist ja auch ein Fenster. Also, hier ist ein Fenster. Das will man ja dann nicht mehr sehen, wenn man das reinspiegelt beim Nachbarn. Darum wird das hier jetzt dicht gemacht. Und hier muss ich gucken, dass das Fenster nicht hier durchlinst. Tut es aber nicht. Gut. Diese Anbauten haben ganz dicke Rückwände gekriegt, damit man das so reinschieben kann. So, und jetzt noch der. Gut, den drehen wir auch um 90 Grad. Auch minus 90. Jetzt kann ich mir irgendwie immer nicht merken, in welcher Richtung das minus 90 Grad dreht, um in welcher das 90 Grad. Aber man hat es ja schnell wieder geändert, wenn man es falsch gemacht hat. So. Da muss ich jetzt auch mal gucken, inwieweit ich das noch weiter hier reinschieben kann. Geht schon ein bisschen. Dann hat man hier auch so eine kleine Ecke, was vielleicht netter ist, als wenn es so nahtlos anschließt. So. Ja, hier habe ich das Fenster schon zugemacht. Da guckt jetzt ein Bild raus. Aber ich denke mal, damit kann man leben. Wenn man hier einfach so durchs Fenster guckt, sieht man das nicht. Und hier sieht man das Fenster auch nicht. Okay. Ja, jetzt haben wir hier natürlich für vorne ausgerechnet recht wenig Verzierung. Das ist mir auch aufgefallen. Ich habe für so den Eingangsbereich nicht viele
so Anbauelemente. Also man kann hier natürlich vorne eine Veranda machen, das mache ich auch oft, sollte aber nicht überall sein. Dann habe ich hier so einen schönen Treppenaufgang, so einen doppelten. Der geht aber nur, wenn man das Ganze anhebt. Das könnte ich natürlich machen. Es würde eigentlich hier passen. Ja, dann hebe ich mal alles an. Ich habe die nämlich auch so konzipiert, dass man die auf bis einen Meter Höhe anheben kann. So, jetzt müsste ich nur diese Transform Group auf 0 setzen, beziehungsweise so, 03b. Dann schiebe ich mir alles hier rein. Ja, dies hier habe ich jetzt ja angehoben und das sollte aber auf dem Nullpunkt sein, damit man das später richtig platzieren kann. Und jetzt könnte ich hier diesen Treppenaufgang nehmen. Der passt leider nur, wenn das höher ist. Und wenn ich mal wieder so ein Hauspack mache, dann werde ich noch mehr so Eingangsbereich-Elemente bauen. Jetzt kann ich leider nichts dazu nehmen, weil ich die alle zusammen auf eine Textur brennen muss, sozusagen, damit die Farbwahl funktioniert. Weil man kann, wenn man das in-game platziert, diese Akzentfarben wählen und ich kann außerdem noch in den XML-Dateien die Farben für die Wände und für die Dächer ändern. So, wo ist sie denn? Die. Da ist sie. Jawohl. Die will ich jetzt haben. Und dazu muss man ein, sozusagen, wenn man alles fertig gebaut hat, einen bestimmten 3D-Zauber machen. Und danach kann man nicht noch Objekte dazufügen. Aber das wird bestimmt nicht mein letztes Häuserpack werden. So. So, aber das sieht doch jetzt halbwegs manierlich aus. Gut, die Gaube fehlt noch. Müssen wir mal gucken, ob die mit den Schornsteinen passt. Ja, das geht schon. Geht halt durch die Schornsteine durch. Aber ich finde, die Gaube passt ganz gut. So, jetzt holen wir uns die Deko-Elemente. Und erstmal gucken wir es mal an. Das eigentliche Haus ist jetzt sozusagen schon fertig zusammengestellt. Und hier im Innen gehen dann abends und teilweise auch am frühen Morgen Lichter an. Und zwar nicht alle gleichzeitig und die ganze Nacht über, sondern in der Küche gehen sie um 17 Uhr schon an. Das fällt dann nur in den Wintermonaten auf, im Sommer nicht. Und es wird relativ früh dann wieder dunkel. Im Schlafzimmer, ja, im Schlafzimmer sind sie zuletzt hell und werden auch zuletzt ausgeschaltet, die Lichter, und im Wohnzimmer so dazwischen, sodass immer mal wieder andere Fenster, beleuchtet sind. Das war so meine Idee dazu. So, jetzt brauchen wir hier eine Transform Group für Dekoration. Gut. Und jetzt mache ich dieses gleiche Auswahldings mit den Dekorationsobjekten. Wo habe ich sie denn da?
Das heißt, ich suche mir aus, welche ich so haben will. Und ich könnte die natürlich hier so anklicken, aber da ich die Namen schon kenne, klicke ich sie hier an. Also die ersten drei nehme ich eigentlich immer. Das sind so Jahreszeiten-Dekos. Die sieht man hier gar nicht. Nur wenn man sie anklickt. Die sieht man auch hier nicht. Hier stehen überall noch Deko-Objekte, die mit den Jahreszeiten wechseln. Finde ich ein bisschen unpraktisch, dass man die nicht sieht, aber nun ja, so ist es halt. Die Fußmatte brauche ich, dann nehme ich eine der Tischgruppen von den Bänken. Passt vielleicht diese hier ganz gut, das wäre die Small Bench 1. Und den Besen habe ich bei den letzten jetzt öfters mal verwendet, nehme ich die also nicht. Die Hängematte passt auch eher nicht in die kleine Veranda. Obwohl, doch, die würde schon passen. Da ist auch keine, wie heißt das? Dachrinne im Weg. Dann bräuchten wir Hanging Flower Pot, also so Blumenampeln. Kann man welche nehmen? Nehmen wir auch noch mal die Potted Plant, die sieht man wenigstens. Und dann Blumenkästen. Und vielleicht ein rotes Fahrrad. Der Grill passt nicht hin, wenn ich eine Hängematte habe. Und eine Mülltonne sollte schon sein. Und dann nehme ich einen Vier-Jahreszeiten-Türkranz. Huch, was habe ich gemacht? Und wähle noch. Nee, da so einen von den diesen hier aus. Also ich habe hier so solche Kränze, da sind alle vier drin, aber die sieht man auch nicht wie diese Objekte. Da sieht man nur so einen grünen Rand und da sind alle vier drin. Und ich mache jetzt aber noch einen einzelnen, nehmen wir hier mal Herbst 1, jawohl, für eine zweite Tür. Okay, das kopiere ich mir mal alles. Ah, und dann noch die Markise. Die mache ich vor die Tür, also über die Tür. Die ist sozusagen der Notbehelf, weil eigentlich müsste hier noch was über die Tür. Aber wie ich schon erklärt habe, das konnte ich, als mir klar wurde, dass sowas fehlt, konnte ich das nicht mehr nachträglich da integrieren. Und darum nehme ich jetzt einfach so eine Markise. Die tut's auch. Ich denke mal, bis ich mal ein perfektes Häuserpack mache, wo ich diese ganzen Sachen berücksichtige, da werden noch 100 Jahre vergehen. Bestimmt fallen mir dann noch andere Sachen ein, die man noch anders machen könnte. Also das ist wahrscheinlich ein unlösbares Problem. Und ich mache es halt so gut, wie ich es kann. Und hier meine Vorgehensweise ist immer, ich habe es mir ja kopiert. Das kann ich jetzt auch wieder zusammenklappen. Zack, dann habe ich hier unten mehr Platz. Und
Jetzt hole ich mir die einzeln quasi auf den Nullpunkt, die Sachen. So, und schiebe die dann dahin, wo ich es gerne hätte. Ah, vielleicht sollte man eine Sache hier vorstellen, so als Eingangsdekoration. Wenn man hier genau hinschaut, dann sieht man da den Schneemann. Da unten ist der Halloween-Kürbis und es ist halt auch eine Grünpflanze im Sommer. Und ich glaube im Frühling, mal gucken, da müsste es irgendwas mit Obstkorb, ja. Kleine Blümchen und wahrscheinlich Ostereier und so. Obwohl, sind da Ostereier? Ja, kleine Blümchen. So, das nächste. Oh, das ist eigentlich besser für da vorne. Obwohl, mal gucken. Oh, ich sehe gerade, da sind einige Gemeinsamkeiten mit dem Haus hier. Das hat auch, ist auch hoch und hat diese Treppe und hat die gleichen Giebel, Gauben. Dann nehme ich hier vielleicht eine andere Gaube, damit es sich optisch deutlich abgrenzt. Die sollen ja alle unterschiedlich sein. So, das mache ich dann gleich mal, aber jetzt wird hier erst, jetzt stelle ich erstmal dieses hier dorthin und dieses kommt dann hier hin. So. So, ja, das ist, glaube ich, der große Mund von dem Kürbis. Das ist soweit okay. Okay, jetzt erstmal die Gaube ändern. So, dann nehme ich die etwas größere Gaube, die, wo man nur eine von nimmt. So. Ach so, da schiebe ich die mal so ordentlich hin. Und die ist besonders einfach positioniert, diese zentral gelegenen Gauben, weil die muss ich nur auf 0 und 0 setzen. Oh, und ich wollte gerade sagen, und dann sind sie auf der richtigen Höhe. Stimmt aber nicht, weil ich ja das Haus höher gebockt habe. So. Es ist trotzdem einfach platziert. Diese schmaleren, da habe ich dann zwei Gauben. Die muss ich dann hier ausrichten, wie ich sie gerade haben will. Aber so ist ganz gut, glaube ich. Okay. Jetzt haben wir hier noch einen unsichtbaren. Den packe ich vielleicht hier hinten hin, weil da ist sonst nichts los. So. Den kann ich an seiner Nase erkennen. Da ist die Nase. Die Schneemänner sind die Schneemänner aus dem Basisspiel. Und die Blumen zum größten Teil aus Erlengrad. Und die Kürbisse habe ich gebaut. So. Und diese Jahreszeitensachen, die nehme ich gerne immer für meine Häuser. Weil man dann irgendwie den, ja, so ein bisschen Abwechslung da hat. So. Ach, die schiebe ich jetzt erstmal da vorne hin. Da muss ich sie nicht drehen.
So, und für die Veranda nehmen wir eine Kopie und die drehe ich dann um 90 Grad. So, jetzt kommt die Tischgruppe. Ah, ich guck mal, ob ich die hier hinkriege, denn hier wollte ich ja eigentlich die Hängematte. Wenn nicht, muss ich auf die Hängematte verzichten. So. Und das Ganze macht zwar unheimlich viel Arbeit, also ich will ja mindestens 12 solche Häuser zusammenstellen. Aber es macht auch super viel Spaß. So. So passt es doch ganz gut. Dann kann man hier auch noch gut rein und raus. Es ist ja ein Nebeneingang. Und dann sollte ich jetzt gleich mal die Hängematte machen. So. Noch ein bisschen drehen. Oh. Die ist immer gar nicht so einfach zu platzieren, die Hängematte. So, ja, offenbar sind hier die, bei dieser kleineren Veranda sind die Pfosten fast zu dicht, aber ich kann sie so ein bisschen zusammenschieben. Und man muss sich das dann vorstellen, wie die hier tatsächlich festgemacht ist. So, noch einen Tick zusammenschieben, damit es hier nicht überall rausguckt. So. Diese Häuser werden sowieso schon sehr reich an Polygonen sein und wird wohl gerade noch auf Konsolen brauchbar funktionieren, also auf alten. Mehr sollte ich da dann aber nicht an Detailkram machen. Also darum mache ich da jetzt auch keine extra Nägel oder Schrauben rein oder so. So, die kleine Bank. Die würde sogar hier auch noch hinpassen. So. Und vielleicht kann man die auch noch an anderer Stelle nutzen. So. So. Machen wir mal 90 Grad. So. Okay. Jetzt mal speichern. Oh, und jetzt kommen die, die Blumenampeln. Da werde ich auch irgendwann mal selber welche machen. Aber jetzt nehme ich auch noch gerne die fertigen aus den Karten. Die sind auch sehr schön.
Am liebsten würde ich ja praktisch alles selber machen, aber ja, dann würde nie was fertig werden. Darum bin ich ganz froh, dass man einige Elemente aus den Karten nehmen kann. Ich baue ja schon, glaube ich, überdurchschnittlich viel Sachen selber. Und man muss dann auch irgendwie wissen, wo die eigenen Grenzen sind. Und das ist halt was, was ich so nach und nach selber mache, immer mehr solche Props oder Assets oder wie man die nennt, werden, baue ich selber. Zum Beispiel habe ich schon die Blumenkästen, die kommen, glaube ich, ziemlich bald dran. Die habe ich schon selbst gemacht. Und die Türgrenze auch. Und diese Möbel da drin, die habe ich selber gemacht. Auf so eine verrückte Idee ist ja, glaube ich, auch noch. Na, das stimmt nicht. Man kann nicht sagen, ist kein anderer gekommen. Es gibt es teilweise schon in Silverrun Forest die Häuser, also die Wohnhäuser, die sind ja möbliert, aber auch nicht begehbar und mit ja, relativ lieblos gemachten Möbeln, also nicht so wie die Felsbrunnmöbel mal waren, die waren ja sehr fein ausgetüftelt. Und das ist im Prinzip schon ähnlich. Und ich habe auch schon am Anfang, relativ am Anfang vom LS, habe ich, wenn ich solche so Läden aus Oberon aufpoliert habe, habe ich da auch Sachen schon mal reingestellt in die Fake-Räume. So. Ah, jetzt sollten wir die alle noch mal ein bisschen drehen, damit die nicht alle so gleich aussehen. Zumindest mal jedes zweite wird gedreht. Und hier habe ich das jetzt richtig zum System gemacht. Da habe ich ja die Texturdatei von den Fake-Räumen, die Giants-Gebäude haben. Also da, wenn man da reinguckt, in die Giants-Gebäude, sieht man ja auch irgendwas. Und das sind einfach so wie Fototapeten von Räumen. Und habe ich die genommen bei einem Haus und habe zum Vergleich dazu mit einer viel kleineren Textur diese Kastenmöbel gemacht sozusagen. Und mein Kastenmöbelsystem hat weniger Slots gebraucht. Und dann habe ich gedacht, oh, das gefällt mir auch besser, weil das halt ja echtes 3D ist. Es sind zwar praktisch nur schwarz, so farbige Flächen mit Kastenmöbeln und dann halt so ein paar Bilder, aber das ist halt ein echter 3D-Effekt, weil der Raum die volle Raumtiefe hat und da tatsächlich echt Möbel drin stehen, wenn auch kastenförmig. Ja, und ich hoffe mal, dass es nicht nur weniger Slots hat, sondern dass es auch insgesamt weniger Belastung ist für die Computer. Nicht, dass einem dann die Konsolen um die Ecken fliegen, obwohl ich es ja gerade für die Konsolen gut machen will. So, jetzt haben wir hier noch eine Potted Plant. Das ist die, der man auch hier schon im Giants Editor ansieht, dass es eine Pflanze ist. So.
Oder ich packe die hinten hin und stell hier entlang das Fahrrad. So. Weil hinten ist noch so ein bisschen karg. Ich muss auch noch überall Treppen hinmachen. Jetzt gucke ich mal. Ja, hier hinten ist sonst gar nichts. Das ist schon arg karg. Vielleicht sollte ich die doppelt nehmen. Da auch noch mal. Damit es dann von hinten nicht so dürftig aussieht. So. Flower Box Colored. Ah, jetzt kommen wir zu den Blumenkästen. Muss ich mal gucken, wo man die überall unterbringen kann. Ich glaube hier, das ist zu dicht über dem Nebendach, aber hier müsste es gehen. Und da müsste es auch gehen. Das bringt jetzt dann natürlich schon Farbe in die Front. Das ist ganz gut. Also holen wir die erstmal her. So. Da habe ich eine Sorte mit Geranien und eine Sorte mit diesen anderen Blüten. Und es gibt ja so schöne Geranien, Blumenkästen in verschiedener Art in Oberon. Finde ich super, super schön. Aber die haben unglaublich viele Polygone. Wenn man da solche Blumenkästen nimmt und damit ein ganzes Haus verziert, dann sprengt man die Maximalanzahl der insgesamt erlaubten Polygone. Und da musste ich schon bei manchen Gebäuden von manchen Modpacks die Zahl der Blumenkästen reduzieren. Und dann habe ich mir gedacht, na, eigentlich müsste das doch möglich sein, das mit weniger Polygonen zu machen. Die sind dann zwar nicht so schön, also die sind hier sehr viel einfacher. Erstmal ran und dann so weit runter, dass es doch nicht stört. Ja, so geht. Und jetzt noch hier ausrichten. So, wenn man sich die hier so anguckt, das ist eine so eine rundlich wabernde Fläche. Hier, die ist da unten. So drumrum gestülpt über einen Kasten, der im Winter leer ist. Und da habe ich halt so eine Anordnung von diesen Blumen. Und dann habe ich noch einige Einzelblüten gemacht, damit das Ganze. Na komm. Ich mache mal hier wieder langsamer, damit ich feine justieren kann. Hier habe ich noch so ein paar Einzelblüten gemacht, damit es nicht so aussieht wie eine halbkugelige Form, auf die Blumen gemalt sind, sondern ja, halt wie so ein Blumenkasten. Und da bin ich auf. Mal gucken, wie viel sind das? Ein Zehntel oder ein Zwanzigstel? Ich glaube, es ist ein Zehntel von den Blumenkästen von Oberon. Und das heißt, ich kann sozusagen zehnmal so viele Blumenkästen platzieren. Und kann dadurch oder eben Polygone sparen. So, sitzt das hier gut? Ja, sitzt, passt, wackelt und hat Luft. Und jetzt können wir auch hier dieses achteckige Dings. Also es ist nicht achteckig. Ich nenne es zwar Oktagon,
Aber es ist ja nur ein halbes Achteck, sozusagen. Es ist nicht mal ein halbes Achteck, weil es ist ein halbes Achteck plus Seitenwände. Vielleicht ist es dann doch ein Achteck. Mal zählen. Eins, zwei, drei, vier. Ne, wenn dann Eck. Jetzt will ich es aber wissen. Mal gucken, kann man das da vernünftig sehen? Also, Ecken zählen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Ja, dachte ich mir. Ist eine ungerade Zahl, weil die Rückwand ist durchgehend, sozusagen doppelt. Aber es ist aus der Idee eines Achtecks geboren, die Form. So. Ich persönlich mag solche Blumenkästen sehr gerne. Ich muss gestehen, am eigenen Haus habe ich keine, weil es so viel Arbeit ist, die zu gießen. Aber ich modde sehr gerne welche. Ich gucke sie mir auch gerne an. Und ich hatte mal welche. Und wir haben hier so krass heiße Sommer. Es ist halt eine besonders warme Gegend hier. Und da muss man dann in den, ja, in den Hochsommertagen dreimal täglich gießen. Da geht das kaum noch ohne automatische Balkonbegrünung, Bewässerung und so. Da bauen wir lieber Gurken im Garten an und sowas. Und bei meinen Motthäusern kann ich mich ja voll austoben mit Blümchen. So. Da muss man sie auch nicht gießen. So. Das sind jetzt 90 Grad. Okay, hier passt es nicht. Da haben wir schon. Und hier passt es natürlich auch nicht gescheit. Okay, ich denke mal, ich habe jetzt überall die Blumenkästen, wo ich sie haben will. Was ist eigentlich das? Ah, das ist der Fensterladen. Gut, dann muss ich hier das erstmal speichern. Das ist die Porch-Big Windows Inside. So, mal gucken, ob es jetzt da drüben rauslinst. Ja, da muss ich es ein bisschen breiter machen. So ein bisschen mogeln geht ja. Okay, jetzt guckt der Fensterladen nicht mehr raus. So. Jetzt ein Satz Treppen. Gucke ich mal, was ich mir da raussuche. Jetzt kann ich ja die schönen 1-Meter-Treppen nehmen, weil ich es hochgebockt habe. Diese hier habe ich auch irgendwie nur halb zu Ende gedacht, weil die. Ja, wie will man die hinstellen? Die ist gedacht für so an der, dass man die so ranschiebt an die Tür, aber dann fällt man ja da runter. Dann braucht man da im Prinzip eine Wand. Könnte man höchstens machen, wenn man einen Anbau
Also hier, ich habe schon so eine Ecke, wo man die nutzen könnte. Mal gucken. Da. Wenn ich dieses hier hochgebockt hätte, dann hätte ich da so eine Treppe nutzen können, aber auch nur dort. So. Ich glaube, ich nehme einfach mal die hier. Beziehungsweise die hier auch noch. Die hölzerne für die Veranda. Ja, so. 1 Meter Wood noch, genau. Und die schieben wir uns hier rein. So. Nehme ich das hier für den Anbau. Das soll nämlich eine Tür sein, wenn man will. Also außer dass sie schmaler ist, hat sie keine Türfeatures. Aber wenn man da jetzt eine Treppe hinmacht, dann kann man sich vorstellen, dass das so eine Balkontür ist. Die haben ja auch oft nur innen so einen kleinen Hebel zum Öffnen. So. Bisschen schmaler. Und ich denke mal, hier bei dieser Tour lerne ich auch für mein Bauen von begehbaren Häusern einiges dazu. Denn im Prinzip, jetzt dieses Bausystem könnte man nicht einfach begehbar machen, dies mit den verschiedenen Anbauten. Aber die eigentlichen Grundhäuser könnte ich mit anderen Möbeln durchaus begehbar machen. Müsste ich nur die Türen so machen, dass man die auf und zu machen kann und halt andere Möbel rein und schon wären die begehbar. Aber dann brauchen sie halt deutlich mehr Slots und darum wollte ich die jetzt, das sind ja Dorfhäuser, erstmal nicht begehbar machen. Es macht dann auch viel mehr Arbeit, weil dann müssen die Möbel natürlich ganz andere Bedingungen erfüllen. Ich habe zwar schon einen Satz Möbel, aber ja, man kann ja auch nicht immer die gleichen nehmen. Das heißt, da müsste ich dann schon auch mal noch ein bisschen die Möbel erweitern und so. So. Aber das Hofpack, das ich für die Wunzig machen will, das kriegt natürlich begehbare Gebäude. Und ich denke mal, ich werde wahrscheinlich auch mehrere Farmhäuser machen. So, jetzt haben wir hier die Treppen. Gut, speichern. Ganz wichtig. Vergesse ich öfter mal. Flowerbox Colored. Jetzt kommt das Fahrrad. Und beim Fahrrad friert mir der Giants Editor oft ein. Darum muss ich davor besonders speichern. Keine Ahnung, warum das gerne mal einfriert beim Fahrrad. So. Stellen wir hier hin. Vielleicht so ein Tick schief. Ich kopiere es erstmal. Und das erste stelle ich einen Tick schief hin. So. Es hat einen Ständer, man kann das also frei stehen lassen. Speichern. Und das wird dann nicht sichtbar im Winter.
Und das andere. Das stelle ich da hoch, wo die Hängematte ist. Na komm. Und die Hängematte mache ich auch nicht sichtbar im Winter. Und stattdessen steht da dann das Fahrrad. So. Weil man hat dann ja hier Platz, um das abzustellen. So. Jetzt trage ich hier erstmal bei der Hängematte ein, dass die nicht sichtbar ist im Winter. Gut. Und hier war was. Sichtbarkeit an. 100 Meter, ja, das ist gut. Und dieses hier ist nur sichtbar im Winter. Das erweckt dann den Anschein, dass das Fahrrad im Winter verstellt wird. So, jetzt nochmal speichern. Es ist offenbar gut gegangen. Und jetzt haben wir noch die Mülltonne. Die ist halt besser irgendwo. Nicht vorne, sondern eher so hinten. Aber hier möchte man die auch nicht gerne haben. Wo würde man die denn hinstellen? Wir haben leider keinen Küchenausgang. Sonst würde ich sagen, beim Küchenausgang. Und hier haben wir so ein Deko-Element. Tja. Oder lasse ich es einfach ganz dreist weg? Weil hier vorne wäre das auch, das würde die ganze Idylle irgendwie zerstören. Man hätte wohl irgendwo eine Mülltonne stehen. Ich kann ja noch auf dem Grundstück, wo das Haus dann steht, an irgendeiner in der Nähe vom Eingangsgartenzaun oder so die Mülltonne hinstellen. Aber hier so direkt ums Haus finde ich das jetzt bei diesem Haus nicht so passend. So, jetzt kommen noch die die Türkränze. Hier kommt der Jahreszeitentürkranz, wo man leider nur den zugrunde liegenden Ring sieht. Und hier bei der Veranda packe ich den anderen hin. Den sieht man wenigstens auch schon im Giants Editor. So. So. Gut. Es ist jetzt ein herbstlicher. Aber kann man ja im Prinzip das ganze Jahr über hängen lassen, wenn man will, dachte ich mir. So. Mit so kleinen Zierkürbissen. Und bringt einfach noch so ein bisschen Farbe und Abwechslung rein. Ich glaube, wir haben alles. Ich markiere das mal. Ist jetzt alles beim Haus? Ja, hier ist nichts mehr. Und das Haus insgesamt? Ja, habe ich nichts mehr da rumliegen. Sehr gut.
Jetzt brauchen wir erstmal Speicher. Dann brauchen wir noch die üblichen Sachen für platzierbare Objekte und für Farmhäuser. Also ich werde das als Mod, als Häuserpaket noch extra rausbringen, nicht nur auf der Wunzig verbauen. Und da wird es, werden die natürlich alle als Farmhäuser auch verfügbar sein. So, jetzt schiebe ich das mal da rein. Und darum kriegen die sozusagen die ganzen Farmhausdefinitionen mit. Und natürlich wird es die in dem Modpack auch als Deko-Objekte geben. Was ich aber mir noch, wo ich mir noch nicht sicher bin, ist, ob es die auch als sowas wie Ferienhäuser oder Mietshäuser geben könnte. Als Ferienhäuser finde ich sie eigentlich nicht passend. Ferienhäuser sind irgendwie, sehen anders aus. Und als Mietshäuser könnte ich mir das durchaus vorstellen. Aber ich glaube, mit Mietshäusern verdient man weniger als mit Ferienhäusern. Was meint ihr denn dazu? So. Also, dass man, sagen wir mal, obwohl das Haus viel toller ist als ein Ferienhaus, dass man aber nur halb so viel verdient damit, so als Dauermietshäuser. Dann könnte man sich auf so Karten wie Hinterland oder Niemandsland Siedlungen bauen, die man vermietet, mit denen man dann Geld verdient. Weil man zahlt ja auch für den Bau. Wobei die dann als Mietshäuser natürlich dann deutlich teurer wären, als wenn es reine Dekohäuser wären. So. Das sind jetzt hier so die Bereiche, wo der Boden eingeebnet wird und solche Sachen. Und die sind doch bei jedem der Häuser ein bisschen anders. Ich habe das zwar hier schon weitgehend vorbereitet, darum geht es recht zackig. Bei den ersten Häusern hat es viel länger gedauert. So, aber so eine gewisse Feineinstellung muss man für jedes Haus extra machen. Gut, das sind jetzt die Areas und jetzt die Trigger fürs Schlafen. Ja, das passt doch halbwegs gut. Vorm Haus könnte man ein bisschen höher noch machen. So. Ja, schadet nichts, wenn das ein bisschen zu hoch ist. Und auch wenn man hier davor sich stellt, vielleicht ein bisschen breiter, dass man auch, wenn man hier so hingeht zu der Treppe, dass man dann schon Schlaf triggern kann. So. Und der Sleep-Trigger-Marker, der ist da in der Luft. Den platzieren wir dann mal hier hin. So, jetzt muss ich das wieder unsichtbar machen, damit es auch funktioniert. Dann gibt es hier noch den Startpunkt. Der kann ein bisschen weiter da, aber man will ja hier nicht im Gemüse stehen. So. Man könnte natürlich auch den Startpunkt hier hinsetzen. Da muss man immer jedes Mal, wenn man das Spiel neu startet, die Treppe runtergehen. Aber ich denke mal, so passt besser. Und jetzt noch die Garderobe. Die machen wir, ja, klassisch beim Hintereingang. Das hat sich ja inzwischen irgendwie schon so... Ah nee, die Trigger verschieben. Hat sich ja schon eingebürgert,
bei nicht begehbaren Gebäuden, dass der Garderobentrigger irgendwo hinterm Haus ist. Sonst, hier könnte man es natürlich auch machen, aber dann sehen es ja auch die Nachbarn, wenn man sich umzieht. So. Okay. Gut. Jetzt kann ich mir das als Extrahaus exportieren aus dieser Baukastenumgebung raus. Und dann können wir dem noch Farbe geben. Es ist auch ein, finde ich, ganz raffiniertes Verfahren. So. Haus 03B. Also, ja, falls ihr euch fragt, ich habe bisher 4 von Haus 01 gemacht. Und dieses hier mit dem Krüppelwalmdach heißt, habe ich halt Haus 03 genannt. Von Haus 02 habe ich noch keine gemacht. Ich denke mal, ich mache jetzt erstmal die Dreier und dann die Zweier. Ich glaube, das ist jetzt das 6. Dann habe ich die Hälfte der geplanten Häuser schon gemacht. Das ist doch schon mal was. Okay, jetzt öffnen wir das mal einzeln. Und ich habe noch gar keine Idee, welche Farbe das kriegen soll. Ich glaube, das letzte hatte ich grün gemacht. Haus 03B. Ich guck mal, ob ich mir das gescreenshottet hatte. Ja. Das ist von hinten. Ja. Ein hellgrünes Dach mit hellrotes Dach mit kräftig grünen Fensterläden und zum ganz sanft grünen Haus. Dann würde ich sagen, jetzt mache ich ein schwarzgraues Dach, also so Anthrazit, dann ist es mal ganz anders. Und dann gucken wir es uns erstmal an. Ich mache jetzt hier erstmal Licht an. Das muss ich zwar später wieder rauswerfen, aber wir wollen ja jetzt die Farben kräftig sehen. Gut, okay. Jetzt speichere ich das. Und jetzt gehen wir hier in die Eingeweide sozusagen. Wo habe ich die denn jetzt? Basic Houses. Mal neu laden. So. Das ist jetzt hier diese, sagen wir mal, die Steuerdatei. Für Eingeweihte, es ist die i3D-Datei dieses Hauses mit all den vielen Texturen von den Dekorationsobjekten, da kommt halt einiges zusammen. Und hier sind die Sachen eigentlich nur fürs Haus. Und hier habe ich Haus. Da ist das Material fürs Haus. Und hier kann ich jetzt Farbwahl machen. Und zwar theoretisch könnte ich 8 verschiedene Farbwahlstellen machen. Aber ich habe jetzt erstmal 3 verschiedene gemacht. Und man kann leider in-game nur eine einzelne wählen. Aber ich habe jetzt hier halt eine einfache Möglichkeit, ohne dass ich neue Texturdateien erstellen muss, kann ich hier neue Farben eingeben. Und das Farbsystem ist ein bisschen blöd vom LS. Das benutzt ein Farben, ja, Farbcode-System, das ich blöd finde. Andere finden es vielleicht gerade gut. Aber es ist so umständlich, weil fast kein Grafikprogramm das unterstützt. Darum habe ich mir hier so ein JavaScript-Programmle gebastelt, wo ich Farben auswählen kann. Also jetzt werde ich hier mal an irgend so einem Schiefergrau arbeiten.
gucken wir mal, ob das gut kommt. Und hier habe ich es jetzt ausgewählt und dann wird mir der Hexwert angezeigt, der normale RGB-Wert und dieser RGB-Wert, den der LS benutzt. Den kann ich mir hier kopieren und kann ihn hier reinsetzen. Die Color Scale 2 ist für das Dach. Und damit ich das benutzen kann, muss ich im Blender schon das extra vorbereiten. Falls jemand das machen will, könnt ihr mich ja mal fragen, dann erkläre ich das mal. Das ist sehr technisch und ich habe auch jetzt 1,5 Jahre gebraucht, bis ich das hingekriegt habe. Es ist gar nicht so schwierig, wenn man mit Blender umgehen kann und wenn man weiß, wie es geht. Aber man muss da ganz spezielle Sachen berücksichtigen, damit das geht. Es ist also, das ist zwar schon so eingebaut im Spiel, aber man muss ganz viele Bedingungen erfüllen, damit man das nutzen kann. So, jetzt, ich glaube, ich mache mir das mal ein bisschen kleiner, damit ich mehrere Fenster auf einmal sehen kann. So. Denn ich muss jetzt hier öfters mal hin und her hüpfen. So, jetzt habe ich das gespeichert. Okay. Und das kann ich jetzt neu laden. Jetzt müssen wir abwarten. Okay, jetzt haben wir hier unser schieferblaues Dach oder schiefergrau. Ist es zu viel Blauton? Ich meine, sowas gibt's ja, solche Dächer. Aber vielleicht ein bisschen weniger Blaustich. Das sieht sonst so schick und modern aus, so neu. Könnte natürlich sein, dass die ihr Dach haben neu decken lassen, aber ne, gucken wir mal hier so, ob das einen entscheidenden Unterschied bringt. Kopieren. So. Wenn ich nicht dieses Verfahren hätte, müsste ich praktisch für jede andere Farbeinstellung extra Texturdateien machen. Und dann würde man halt auch viel mehr Speicherplatz brauchen für einen Mod. Und hier bin ich halt doch recht flexibel. Mir macht das so richtig Spaß, die Farben so auszuwählen. Okay. Ob ich mal ein sonnengelbe Fensterläden probiere? Es sieht aber bestimmt krass aus. Ich kann es ja einfach mal probieren. Weil ich will ja auch schon noch ein bisschen Abwechslung reinbringen. Aber das kann sein, dass das einfach too much ist. Ich mache es mal hier so ein bisschen abgedämpft, denn die reinen Farben, die sind, die hauen einen einfach um. So, ich habe den Eindruck, beim Hausbau kann man gar nicht abgedämpft genug arbeiten. So, Achtung. Ja, krass. Geht gar nicht, finde ich. Aber, man konnte es mal probieren. Es ist jetzt auch mehr so ein Senfgelb. Der Albtraum. Gut, was mache ich stattdessen? Weil ich habe schon, Braun. Ich probiere es mal mit einem Braun. Weil das wäre ja dann wie Holzfarben. Viele Elemente sind hier ja Holz und man kann ja auch den Sockel im Braun anstreichen. So. Braun ist ja komischerweise eine dunkle Variante von Orange. Das habe ich Jahrzehnte gebraucht, bis mir das bewusst wurde oder bis ich das mal gehört habe. Es musste mir tatsächlich jemand sagen, dass Braun eigentlich eine dunkle Variante von Orange ist.
Dunkelorange sozusagen. Und ich finde es komisch, dass ich davon selber nicht drauf gekommen bin. So. Ja, doch, das ist das Richtige. Das ist das Nuller. Das ist das, was man dann später auch mit Farbwahl ändern kann. Ja, ich finde, das geht schon deutlich besser. Jetzt ist die Frage, ob ich den Hausfarbton Schneeweiß lasse. In Deutschland sind zwar schon die meisten Häuser irgendwie weiß, aber ich glaube, es gibt nur selten welche, die schneeweiß sind. Die meisten sind wahrscheinlich etwas angegraut. Und ja, ich mag es eigentlich ganz gerne, wenn die so einen kleinen Hauch von Farbe drin haben, dass sie nicht alle so total identisch aussehen. Und hier in der Gegend, also hier im Elsass, wo ich wohne, da ist dieses Orange hier, also schon auch so ein bisschen gedeckt, eine sehr beliebte Häuserfarbe. Und das kann ich natürlich nur bei wenigen Häusern in Deutschland bringen. Aber man könnte ja beispielsweise das hier so in ganz zart abgeschwächter Form bringen, dass es einfach nicht mehr so schneeweiß ist, sondern weiß mit dem Stich. Jetzt gucken wir mal, wie das hier kommt. Es sieht nämlich oft etwas anders aus, als man sich das hier so vorstellt. Noch, ich finde, das geht noch. Ja. Die Frage ist, mag ich diesen Braunton? Also jetzt wieder den kräftigeren. Ich meine, er ist eigentlich ganz okay. Es gibt schlimmere Brauntöne. Und auf jeden Fall wirkt das Haus so ein bisschen altmodisch, finde ich. Nicht heruntergekommen, sondern ja, akkurat gepflegt, aber ziemlich altmodisch. Und eigentlich will ich das ja auch erreichen. Ich denke mal, ich lasse das so. Und ja, wenn ihr das dann im Mod vorfindet, dann könnt ihr dieses Braun farbwählen. Da werde ich dann ein ganzes Spektrum von Farben anbieten, wo man so durchtappen kann, wie bei den Hörmannhallen. Und dann werden diese Akzentfarben wählbar sein. Also immer nur eine Farbe. Man kann nicht Sockel anders als Fensterläden, aber immerhin kann man da halt was wählen. Und diese Wandfarbe und die Dachfarbe, die kann leider nur ich wählen. Und da hoffe ich auf den nächsten LS, dass ihr das dann auch wählen könnt. Jetzt gucken wir hier mal von dieser Seite. So, machen wir hier mal ein abschließendes Rundumgucken. Ich mag auch immer die Seiten mit den Veranden so gerne. Ich glaube, ich habe einen Verandatick. Jetzt muss ich hier das Licht ein bisschen verändern. So, dass die besser beleuchtet ist. Na, komm. Wird eher noch schattiger. Da müsste es doch noch eine Lichtachse geben. Da tut sich gar nichts. Na, ich lasse es mal so. So. Und hinten mit dem großen Anbau, den die Bewohner bestimmt sehr schätzen. Ich kann mir vorstellen, dass das ganz gemütlich ist, in so einem Haus zu wohnen. So. Na komm. Wir wollen auch hier Sonne haben. Ja, so geht's halbwegs.
Jo. Okay. Dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen und alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.